Ich soll zeigen, dass diese Gleichungen gelten. Und jetzt mache ich es da rein auch. Schauen wir gleich die erste an. Ich soll zeigen, dass es stimmt. Ich habe hier einen ln. Ich kann ja beim ln immer so den Exponenten nach vorne schmeißen. Und das tue ich jetzt auch. Und dann habe ich an der Stelle r mal ln a ist s mal ln a. Das soll gleich sein r durch s. Naja, es kürzt sich hier dieses ln a weg. Und dann habe ich es bewiesen. Das war jetzt ganz gut. Das nächste. Ich soll zeigen, a hoch ln b durch ln a ist b. Nicht ganz so offensichtlich. Ich mache jetzt einfach mal auf beiden Seiten den ln. Ja, wenn ich nicht weiter weiß, ln machen. Und jetzt kann ich wieder das nach vorne schmeißen. So, dann habe ich als nächste Zeile. Ja, ein bisschen so kleiner, ein bisschen nicht so verwirrend ist. So, ich habe jetzt ln b durch ln a mal ln a gleich ln b. Okay, also das Gelbe, das ist das Gelbe. Das habe ich da nach vorne geschmissen. Das ist jetzt hier von so. Mehr ist nicht passiert. Naja, und wenn ich das habe, ja, hier ist ln a. Das ist ja wie so 7 durch 5 mal 5. Das bleibt halt 7 übrig, weil das kann man kürzen. Ja, auch wenn es noch nicht auf einem Bruch ist. Ich weiß, die Brüche sind immer ein bisschen gemein. Deswegen schreibe ich mal das hier als ln a durch 1, ja, und dann sieht man es, das kann man echt wirklich kürzen. Kürzen, ist weg. Dann steht hier da, ln b gleich ln b, jawohl, gewonnen. Wenn es stimmt, dann stimmt oben das auch, dann stimmt die Gleichung. Nächstes. Hier, nachdem das oben mit dem ln so schön geklappt hat, machen wir das nochmal. Also wir sollen beweisen, dass das stimmt. Machen wir ein bisschen hier Platz, das ist ln e. Und jetzt auf beiden Seiten den ln, nein, es war kein ln e, das war nur ein e, so, ln, ja, gut. Ja, jetzt wieder nach vorne schmeißen, so, jupp, nach vorne. Dann habe ich jetzt hier 1 durch ln a mal ln a, gleich nur ln e ist 1, wow. 1 durch ln a mal ln a, das kürzt sich weg, bleibt 1 übrig, also wie oben, kürzt sich 1 gleich 1. 1 gleich 1, gewonnen, fertig.